Edles Material gleich hoher Preis? Nicht immer. Lohnt sich teuer? Und was kostet hier überhaupt mehr? Hätten Sie es gewusst? Oh. Jetzt habe ich keine Ahnung, was Kaschmir ist. Heftig. Tja, da bin ich reingefallen. Auch Denise und Cynthia raten, was ist teurer? Es treten an 100% Kaschmir-Pullis für 130 bzw. 40 Euro. Lederboots für 20 gegen höherpreisige für 80 Euro. Und 100% Seidenrock für 75 Euro gegen ein Viskose-Imitat für nur 25 Euro. Ähnliches Outfit, unterschiedliche Preisschilder. Wir testen günstig gegen teuer. Los geht's mit dem Kaschmir-Pulli. Finden die Mädels die Lösung blind? Ich finde, meiner fühlt sich weicher an, ja, oder? Also ich glaube auch, riecht nach nichts. Ja, doch, ich finde, meiner riecht total chemisch, im Gegensatz zu deinem. Ich finde, deiner sieht günstiger aus, oder? Ja, auf jeden Fall. Vor allem eins fällt beim Pulli von Denise auf. Ja, meiner sieht viel weicher aus, weil der ist richtig durchsichtig. Ja. Durchsichtig und dünn also. Denise trägt tatsächlich den Discounter-Pulli. Und der kostet fast 100 Euro weniger als der von Cynthia. 100% Kaschmir enthält er dennoch. Irgendwo muss ja gespart werden. Und wie verhalten sich die beiden Pullis im Waschmaschinentest? Kaschmir sollte auf links und im Wollwaschgang gewaschen werden. Mal gucken, wie sich die Modelle in der Trommel machen. Ich bin jetzt mal ganz gespannt, was passiert, aber bei 30 Grad kalt waschen. Ich hoffe, dass nichts passiert. Ich hoffe auch, dass nichts passiert. Ob Cynthia recht hat, sehen wir später. Während die Pullis der Waschmaschine trotzen, geht's weiter mit den Seidenröcken. Hier wird's jetzt aber ein bisschen gemein. Denn nur eines der beiden Modelle ist tatsächlich aus Seide, das andere ist ein Fake. Das ist ein bisschen schwer, finde ich, zu sagen, welcher jetzt der teurere ist, weil ich finde, dass sich deiner viel schöner anfühlt. Einfach nur vom Aussehen her. Ja, und sowas, dass man sagen würde, das ist auf jeden Fall 100% Seide. Ach, ich bin mir ganz unsicher. Ich bin mir auch unsicher. Bringt vielleicht der Wasserspritzer-Test Klarheit? Wasserflecken sind nichts für feine Seide. Hartnäckige Flecken gehen oft nur durch chemische Reinigung aus dem Stoff. Und in der Maschine soll man Seide nicht waschen. Guck mal. Da ist ein richtiger Fleck jetzt schon. Hier sieht man überall die Wasserflecken. Und bei mir ist der Stoff ganz normal an den Stellen. Vielleicht ein Hinweis auf die Qualität. Ein Blick auf die Nähte verrät mehr. Also bei meinem Stoff passiert gar nichts gefühlt. Also da ist jetzt nur die Naht gesprungen. Das könnte wieder heißen, dass es nicht gut vernäht ist, ne? Weil das da spricht passiert dafür, dass der auf jeden Fall günstig ist. Ja. Ja, also ich bin noch nicht so von dem Rock überzeugt, deswegen glaube ich eher, dass es deiner ist. Dass es meiner ist, wer weiß. Wir wissen's. Der Rock von Denise links ist tatsächlich deutlich günstiger, denn es ist gar keine echte Seide, sondern Viskose. Im Gegensatz zum Seidenrock kann man Viskose unkompliziert daheim in der Maschine waschen. Also es ist schon krass, dass der so deutlich viel billiger sein soll und viel mehr nach Seide, nach meinem, ne? Wenn ich an Seide denke, dann denke ich an so glatt und glänzend und so. Aber muss es echt und teuer sein oder kann man auf Seide verzichten, wenn der Fake genauso glänzt? Wenn ich zum Beispiel nicht so viel Geld zur Verfügung hätte, dann finde ich das gar nicht schlecht, mal sowas zu kaufen. Fake tut's also auch. Weiter mit den Schuhen. Original Lederboots vom Discounter oder teuer aus dem Fachhandel? Ich finde nur vom Angucken erstmal sehen meine hochwertiger aus. Meins fühlt sich viel weicher an. Ja, also viel weicher. Hat so eine fließende Bewegung. Das fühlt sich fast an wie Plastik. Da oh, da ist jetzt schon eine richtige Kante drin, ne? Ja. Wahnsinn. Das sieht bei mir alles ein bisschen hochwertig aus. Ja, hier so ein bisschen auf jeden Fall die teureren Schuhe sein. Wie Holzoptik und bei dir ist es halt wirklich nur ein Gummiabsatz. Cynthia hat recht. Denise Schuhe gibt's für 20 Euro, ihre für 80. Aber ob beide auch wasserdicht sind? Die beiden ziehen graue Socken an, bei denen sieht man's, wenn's nass wird. So, dann mach ich das bei dir. Merkst du was? Nein. Bei mir ist alles fest. Na, was sagst du? Es kann sein, dass es vielleicht ein bisschen nass geworden ist. Der Sockencheck. Meiner ist komplett trocken. Bei mir auch. Das ist ja vielleicht noch mal was anderes bei, wenn man irgendwie eine Stunde durch den Schnee läuft, aber ich spüre da jetzt nichts. Nö, bei mir ist auch kein Wasser drin. Ob günstig oder teuer, die Füße bleiben trocken. Abstriche in der Verarbeitung beim Discounter-Modell muss man machen, aber wenn ich einen richtigen, echten Lederschuh haben will, finde ich es völlig in Ordnung, dass es den sogar für so wenig Geld gibt. Bei dem günstigen Preis würde ich sagen, dass man sich dann vielleicht halt auch noch ein zweites Paar Schuhe holen kann. Also Schuhe wieder an und Kaschmir-Pullis raus aus der Waschmaschine. Der dunkle ist übrigens der teure. Also ich finde nicht, dass man jetzt einen großen Unterschied sieht von teuer zu günstig. Also hier, oh doch, hier hat sich zum Beispiel was,
Da hat sich was gelöst bei dir, siehst du? Meiner, da hat sich gar nichts getan und gerade... Bei mir werden die Nähte größer, genau, ein paar Fäden. Der Gefühl genau. Zieht er sich, könnte man den jetzt ewig noch ziehen. Es ist dann doch ein kleiner Unterschied von teuer zu günstig. Aber ob das tatsächlich jemanden auf den ersten Blick auffällt? Links ist das teure Outfit, rechts das günstige. Das ist teurer, weil der Stoff seidiger aussieht. Also wir beide sagen links und er sagt das rechte Outfit. Das habe ich keine Ahnung, was Kaschmir ist. Das rechte. Das rechte ist das teurere? Ja. Warum? Weiß ich nicht, aber es ist, fühlt sich so an. Ich würde sagen, ihres. Warum? Ich glaube vom Material her, weil das so ein bisschen auch so schimmert und jetzt ein bisschen hochwertiger aus. Ich würde fast sagen, das linke. Von insgesamt 10 Befragten lag genau die Hälfte. Tja, falsch. Wow, also das ist sehr überraschend. Einfach, ich würde den eher kaufen als den. Heftig. Ja? Tja, da bin ich reingefallen. So, so. Allein für den Look muss man offensichtlich kein Vermögen ausgeben. Der Preis fällt vielen optisch nämlich gar nicht auf. Und Denise und Cynthia? Also ich finde, es lohnt sich schon, gerade bei Schuhen ein bisschen mehr Geld auszugeben. Aber bei einem Rock oder einem Pulli kann man auch mal auf was Günstigeres zurückgreifen. Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich finde, wenn man es kann, soll man auch mehr ausgeben, weil die Qualität natürlich viel besser ist. Aber ich finde, es gibt viele Sachen, wo man auch günstigere Alternativen zu findet. Es kommt eben immer auf den Geschmack und die eigenen Vorstellungen an. Da lohnt sich teuer, günstig, aber offensichtlich auch.